müssten wir alle nackt rumlaufen. Was wäre, wenn Klamotten bei Kontakt mit Wasser schrumpfen würden? Das sollte man meine Mama fragen. Dann würde eigentlich fast jeder so... Meine Sachen gehen alle an. Keine Klamotten tragen eigentlich. Keine Ahnung, wir müssten alle 5 Minuten in die Stadt gehen, einkaufen. Dann müssten wir alle nackt rumlaufen. Oder wenn es regnet... Gehst du halt nicht raus. Bleibst du zu Hause? Regenschirm. Keiner würde mehr Westbad gehen. Dann ist deine Hose auf einmal weg. Ja, nackt rausgehen. Das ist sie. Was wäre, wenn in der Nordstadt ein TV-Film gedreht werden würde? Ja, das wäre mal eine gute Abwechslung. Also wenn wir mitmachen dürften, dann wäre es eigentlich voll cool. Ich bin der Schwarze, ich sterbe immer zuerst, also kann ich nicht so viel. Er würde Gangster sein, nicht der Kopf. Der Filmtitel würde dann heißen wahrscheinlich dein Blog, ne? Ja. Mein Blog. Ich bin der Deutsche. Der Nachbar. Der deutsche Nachbar, der immer die Polizei ruft. Wenn die netten ausländischen Nachbarn, die netten Immigranten ein wenig zu laut sind. Was wäre, wenn dein Tag 30 Stunden hätte? Würde ich 10 Stunden schlafen? Mehr schlafen? Ja. Alle gleichzeitig. Und dann 8 Stunden arbeiten? 12 Stunden Party. 5 Stunden mit meinen Freunden verbringen? Der Rest 5 Stunden mit meinen Eltern. Und was wäre, wenn der Trinkbrunnen nicht kostenlos wäre, sondern man Geld einwerfen müsste? Das würde keiner machen, glaube ich, so Geld einwerfen und so. Ja, das wird doch dafür gemacht, dass sie alle trinken können. Ja, eben, das wäre dann nicht mehr für alle. Das würde dann wieder so eine Gesellschaftsgrenze machen. So, die Leute mit Geld dürfen nur trinken, so, und das wäre nicht gut. Was wäre, wenn es in Nürnberg mehr Trinkwasserbrunnen geben würde? Dann gäbe es mehr Trinkwasserbrunnen. Man kann direkt nach dem Fußballspiel her das Wasser halt trinken. Davor kamen wir auch ohne das klar. Wasser ist wichtig. Klar, aber jetzt merkt man schon, wie viele, wenn sie Durst haben, hierher kommen zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Damit halt jeder was zum Trinken hat. Ist auf jeden Fall gut, dass es sie gibt. Also vor allem, wenn man jetzt hier zum Beispiel ein bisschen Sport treibt, ein bisschen Basketball, Fußball. Also wenn die jetzt hier nicht so eine Wasserschlacht machen oder da die Taschentücher reinmachen, dann wäre das schon besser. Aber an sich ist das schon gut und hilfreich. Das muss auffälliger sein. Wer sieht das hier schon? Ja, ein Schild. Da, hier hoch, trinken, Wasserbrunnen. Trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig. Prost! Ja, ich kann nicht.